machen. Und die anderen müssen dann halt ja erstmal befördert werden. Ich mache doch hinten mal eine Runde Katapult-Action. Das dürfte wahrscheinlich nur die zwei hier betreffen. Aber immerhin besser als nix. Scheint aber doch, dass es hier in die Richtung eine Verbindung geben würde, ne? Ich glaube, das ist es auch egal. So, jetzt haut mal die Goldmünzen hier raus. Ah, da kommen sie schon alle an. War also keine dumme Idee, das ganze Zeug da unten hin zu transportieren. Da oben passt kein mittelgroßes Gebäude hin. Jetzt machen wir erstmal hier... Ah gut, irgendwelche Bergwerke jetzt verbraucht. Ich glaube, das ist auch Wurst. Jetzt zum Ende... Dir nochmal schnell Platz. Das wird die auch halten. Vielleicht bedeutet das ja, dass irgendwo Leute rausgehen. Können wir dann Steinbestände hier an der Stelle? Dann bauen wir halt hier nochmal einen hin. Dann machen wir doch mal so zum Abschluss nochmal eine kleine Katapult. Ein Granitbergwerk jetzt verbraucht, auch schon. Habe ich noch zwei Eisen. Ich denke mal, für die letzten Kämpfe hier auf der Karte sollte das, was wir an Bergwerken haben, noch reichen, um noch ein paar Einheiten und Gold zu produzieren. So, Katapult besetzt. Ja, 30 wird wieder gespeichert, ist ja schön. So, dann warten wir darauf, dass das Katapult jetzt besetzt wird und Steine ankommen. So, jetzt ist es besetzt. Dann kommen die ersten Steine. Dort. Dann mal feuerfrei. Zuerst auf die Baracke, aber der trifft daneben. Oh, bist du eigentlich... Leuten könnte man angreifen. Also da, wo es hier noch so einen silbernen gibt, ich glaube, das ist ein Offizier, dann mache ich dann immer auch gleich die Beförderung raus, weil er kommt dann sicher irgendwann auch nochmal eine Goldmünze an, die den zum General macht dann. So, der nächste Stein kommt an. Hoffentlich läuft es da ein bisschen besser. So, das ist unbesetzt hier oben. Das heißt, die haben nur noch das und das können sie treffen. Aber vielleicht ist das schon, vielleicht sind das schon die letzten Ländereien von den Gegnern, die die haben. Könnte sogar hinkommen. So, Feuer frei. Jetzt, oh, auf den Wachturm. Jo. Das müsste dann wirklich hier unten dann der Rest sein. Und wenn da jetzt noch zeitnah ein
zweiter Stein ankommt. Da kommt er. Warten wir mal drauf. Ja, es geht auch ein bisschen schneller hier, die Anlieferung. So. So, jetzt bitte die Baracke treffen. Der kommt gut. Ja. Jetzt haben wir ja die letzten. Oh, die sind alle noch teilweise noch gar nicht befördert. Das heißt, wir machen hier mal schnell einen Beförderungsrun. Los, hau die Münzen da rein, wo es benötigt wird. Eisenerzbergwerk verbraucht. Granitbergwerk verbraucht. Wir können uns eigentlich mal die Karte im Vollen angucken. Es geht nämlich mit diesem Winter-Trick auch, wenn man dann, ich glaube, F6 drückt. Oder F7. F7, dann hat man die ganze Karte entdeckt. Und so wird die voll aussehen. Aber was es eigentlich immer soll mit mit Gebirgen, wo man sowieso nicht hinkommt. Vielleicht ist da auch gar nichts. So will die Karte halt im Ganzen aussehen. Eigentlich müsste man hier auch nochmal rüberbauen, dass die in eine Verbindung eingehen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen sinnlos ist. Was auch nervt, dass er teilweise auf langen Strecken die Ankettelung gar nicht machen kann. Eigentlich wäre es mal interessant, so ein Game-Mode, wo du wirklich so von Gegnern umkreist bist und du versuchen musst, irgendwie das zu drehen. Zum Beispiel so wie hier, nur vielleicht ein bisschen mehr Land, wo du vielleicht ein paar Bergwerke noch erbauen kannst. Dann musst du versuchen, die Gegner irgendwie, dass sich das dreht. Dass du das Spiel noch umdrehst, irgendwie sowas in der Art. Das wäre natürlich bestimmt auch interessant. So, jetzt trauen wir uns mal mit dem Angriff. Sie können natürlich noch hier so machen, dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr Leute zur Verfügung.
die dann in irgendwelche grenznahen Baracken gehen. 32 sind das jetzt. Und wenn wir die jetzt auffüllen lassen. Wenn das dann mehr? Immer noch 32. Achso, die Leute, die kommen erstmal an hier. Achso, es gehen ja auch dort unten wieder rein. Das könnte ich schon mit 35 angreifen. Ne, würde ich sagen, machen wir es so einfach mal. Gehen wir all in, schmeißen wir alles rein, was wir haben. Und dann... Let's get ready to rumble. Das große Finale, Orange. Fängt erstmal mit einem ungleichen Kampf an. General gegen einfacher Soldat. Das sollte sich der General doch hoffentlich für sich entscheiden. Alles andere wäre mehr als peinlich. Wobei man auch sagen muss, wenn er dann eh drauf geht, erlebt er es eh nicht mehr mit. So, jetzt kommt ein beförderter Soldat. Sehe ich das irgendwie? Also Gefreiter, Unteroffizier, Offizier und General. Das müssen jetzt schon die Generäle sein. Das heißt, der Kampf ist ja gleich vorbei. Und das war's. Zack. Gewonnen. Spiel fortfahren. Ich will da den Ring noch fertig bauen. Die Ringverbindung, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen sinnlos ist. Aber bei solchen Kanten sieht man den Wegbau immer so schlecht. Kann man hier nicht mit einem Boot irgendwie rüber? Ja, das geht. Aber so ja doch nicht. So, das ist fertig. Jetzt müssen die Soldaten natürlich von hier erstmal rumlaufen, um dort reinzugehen.